Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Raums Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius, die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. So, damit herzlich willkommen zur 4. Folge von Rise, Son of Rome. Habt ihr etwas gesehen? Lass mich mal doch bitte reden, okay? Genau, ich habe bei der 3. Folge vergessen am Ende, mein Mikrofon zu entstummen. Was ist los, Marius? Wir müssen weitergehen. Ja, okay. Deswegen, ich hatte nur gesagt, ja, tschüss, bis zur nächsten Folge und so. Wir werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Ja, alles klar. Das gefällt mir nicht. Oh, wir haben jetzt ein paar Legionäre mehr. Hier ist nichts. Leute, also doch. Und das. Ah, da läuft er. Hörst du das? Nur der Wind. Genau, es war nur der Wind. Es ist nur ein Hirsch. Nur ein Hirsch. Ja, schrei doch nicht so. Da kannst du ja gleich ein Feuer anzünden und sagen, wir sind hier. Ja. Wenn sie kämpfen wollen, warum kommen sie dann nicht raus und kämpfen? Mach schon! Ruhe da! Wovor hast du solche Angst? Wir sind Römer! Wir sind die 14. Die labern nicht viel. Die Schüsse. Da bewegt sich was! Es ist in den Nebel gerannt! Ich hab's gesehen! Irgendein Tier auf zwei Beinen! Ruhe, Männer! Diese Biester hätten uns schon längst angegriffen. Wenn sie könnten. Nein. Sie sind klug genug, uns zu fürchten. Oh, Moment. Im Laufschritt, Männer. So. Da rennt die auch, wenn ich renne. Wie geil. Halt! Ich kundschafte voraus. Das stürzt doch ein. Ey, habt ihr es noch nicht gelernt? Immer nacheinander. Nicht so viele gleichzeitig, immer nur ein paar. Jawohl, Alter. Hinterhalt! Runter hier! Genau deswegen. Okay, die sind auf jeden Fall wilder als die davor. Aber besiegen tun sie sich genau gleich. Da kämpfen die Soldaten da auch? Ja, tatsächlich. Ich finde es echt krass, dass sie ihre eigenen Männer gar nicht treffen. Das ist halt so unfair. Fokus bei euch. Ich brauche Fokus. Sollte ich fallen, musst du unsere Männer finden. Moich.
Das ist kein Ding für mich. Bah, bist du ekelhaft. Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf. Merkwürdig. Die Frau war schon wieder da, aber sah sie ein bisschen anders aus. Ich muss meine Männer finden. Genau, das ist jetzt meine Mission. Und zwar meine Kohorte finden. Hier kann ich wieder was aufheben. Bam, ich habe jetzt keine Angst mehr davor. Ich werde gleich so richtig reinscheißen und sterben. Ja gut, die haben einfach diese Fallen komplett gespammt, da habe ich das Gefühl. Ich habe keine Speere zum Werfen, finde ich super. Falsche Taste gedrückt. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Mehr Schaden. Ich habe ihn. Gut. So, Moment. Ich hoffe, ich kann. Wie viel ich. Oh, nee. Please, no. Egal. Weiter. Schade. Kann ich hier irgendetwas aufheben? Nö. Feuer. Macht einfach gar keinen Schaden. Okay. Oh, aus dem Nichts einfach. Verdammt. Naja.
Boah. Geil. Also, ich baue jetzt das hier. Ich würde am liebsten noch einmal Leben auffüllen. So. Wie geil. Aber warum? Jetzt, okay. Verbrauchsrate wird verringert, erhöht die Größe der Kapseln um 40%. Im Kampf habe ich hier schon alles. Hinrichtungen. Hier kann ich ja noch fett reinskillen. Okay. Dann erstmal. Okay, dann den Schaden kaufen. Mann, nervige Fliege. So, jetzt geht's einfach weiter. Hier ist auf jeden Fall ein Kampf. Oh, verfehlt. Scheiß Noob. Niemand, okay, dann nehme ich noch mehr. Hier passiert doch safe etwas. 100% ist ein Bosskampf oder so. Wie gegen Boudica in der dritten Folge. Schnell. Götter sich unser erbarmen. Hast Pech gehabt, dass ich Speere habe. Kommt da noch mehr durchgehend oder was? Ja. Ah, ist also klar, dass ich wieder Gummi aufs Maul bekomme gegen die. Die fühlen sich die Stärke an. Oh, ich konnte da irgendwie blocken. Okay, den kann man irgendwie blocken. Also richtig parieren geht nicht. Centurio, ich bin hier im Käfig. Echt? Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du im Käfig bist. Ich danke euch. Wir müssen sie alle retten. Na los! Ja, Herr! Jetzt sind sie so ausgerüstet. Na, die haben das Schwert, oder? Ach, die rüsten sich da gerade aus. Moment. Kann ich hier Speere mitnehmen? Nö, kann ich nicht. So, Moment. Irgendwie war das auch klar.
das sind schon einige. Aber ich ignoriere die einfach mal. Okay, ich kann die nicht befreien, schade. Na scheiße. Oh, eine neue Hinrichtung. Oh, ist das eine geile Hinrichtung. Oh Mann, ich bekomme richtig auf Schnauze wegen dem. Durch den, nicht wegen, ja, keine Ahnung. Oh yeah, oh wow. Wir sind hier, im Käfig. Der ist nicht neu. Hier, befreit sie. Ich wusste, dass die Götter uns nicht verlassen haben. Jetzt habe ich wieder eine kleine Truppe. Da kommen sie! Geht in Stellung! Ja, das wollte ich. Die werden von dort wahrscheinlich nicht kommen. Ich soll nicht alles direkt verschießen. Ach so, ich sollte auch mal an die Flagge rangehen. Boah, ist das krank. Moment. Befehle, um die rechte Seite der Formation zu decken. Dies ermöglicht eine direkte Sichtlinie auf den Bereich vor der römischen Schar. Ich würde links sagen, weil... Genau, ja. Bitte links, denn ich bin ja Erich. Das ist kein Problem. Rein da! Na, die kommen jetzt gleich mit 1000 weiteren Leuten. Sind ja immer noch Barbaren. Ich habe hier einen Soldaten verloren. Da kommen die jetzt. Einrein! Let's go. Bereithalten. Was ist mit dir hier los? Hier wohnen die. Schön. Als ob.
Ja, die haben einfach keine Chance. Schade. Na, Schilde, Jungs. Wartet euch! Im Gleichschritt! So. Noch eine Salve. Halten, Männer! Halt viel aber rein! Boah, alle! Mit so einer kleinen Truppe komme ich gut voran. Formation auflösen. Ihr da? Folgt mir zur linken Flanke. Der Rest zur rechten und wartet auf mein Signal. Ja, Herr. Durchsucht die Gegner, Feind. Durchsucht den Sumpf, Männer. Unsere Brüder brauchen uns. Folgt mir. Ah, ich habe hier so eine kleine Truppe. Ich habe es direkt gefunden. Wirf da einfach die Fackel weg. Und ich bezweifle eher, dass das so krass feucht ist. Das ist... Naja, der Boden ist echt feucht, muss man sagen. Ist ja immer noch ein Sumpf. Glaubt er weniger, dass das so krass brennen kann. Der ist einfach gedodged. Auf ihn, er wird unsere Männer verbrennen! So, alles da drauf. Mehr Schaden jetzt, das ist halt geil. Mehr Schaden zu skinnen ist echt gut. Habe ich noch mehr Soldaten jetzt zur Verfügung? Yes! Noch mehr Soldaten. Wir sind eigentlich, glaube ich, alle tot. Und frag mich, was das gerade sein sollte. Ich weiß es selber nicht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich brauche mehr Leben. Oh, es ist mir zu heiß. Also ich merke mir schon mal, ich sollte auch auf jeden Fall ein bisschen mehr in die Hinrichtungen skillen, dann schalte ich wahrscheinlich neue Hinrichtungen frei. Befreit sie! Befreit unsere Leute. Tut das gut, euch zu sehen. Los, befreien wir den Rest unserer Männer. Yo, let's go. Die stürmen da einfach rein. Oida! Ja.
Wieder. Ja, deine Fackel. Ja, Glückwunsch, da deine Fackel. Alter, da sind aber einige. Die mir gefolgt sind. Yeah, Fokus. Super, dass du da komplett im Weg stehst. Blöder Fackelträger. Falsche Taste gedrückt. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Jetzt, oder? Öffnet die Käfige. Moment, die möchte ich befreien. Oder nicht? Ich dachte, um mich wär's geschehen. Tut das gut, euch zu sehen. Herr, ich habe Vitalion gesehen. Sie haben ihn zum Weidenmann gebracht. Okay. Dann los, Leute. Ich werde safe so einen Bosskampf machen müssen gegen den. Okay, Unterstützung bekomme ich nicht. Ich bin auf mich eingestellt. Weil ist das schlimm. Geht in Stellung. Sichert das Tor. Ich suche Vitalion. Ah. Der ist wütend, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Glott, okay, der ist Glott. Oida. Oida. Was? Beim Bosskampf kann ich das nicht benutzen. So, komm. Glotz. Bam, bam, bam. Ah, lol. Bruh, okay, ich hab keine Ahnung, was gerade passiert. Ist das ein Riesenglück, dass die noch leben? Der hat wieder ein bisschen Leben regeneriert. Unfair. Alter. Ja, komm.
Oida. Komm. So, komm. Oh. Ich hab schon die falsche Taste gedrückt. Ich glaube, Glotz ist nicht unbedingt sehr klug. Der hätte mich jetzt schon dreimal töten können, irgendwie. Oh, falsche Taste. Jetzt so. Das macht einfach so gar keinen Schaden. Weiter. Okay, nice. Ich konnte gar nichts machen. So, ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich, Jungs. Aua, der hat mich einmal. Ja. Super. An den Rambock! Bringt die Figur zu Fall! Ihr zwei. Verwundet müssen zu trinken kriegen. Tötet die Verwundeten! Was für ein Rex. Wir nehmen die Waffen der Barbaren mit. Um das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer, General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Holt mich hier raus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr. Komm schon! Komm schon, du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Gib mir deinen Umhang! Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Jo, dann war es das auch schon mit der vierten Folge von Rise, Son of Rome. Dann schaut wieder bei der nächsten Folge vorbei.
bis zur nächsten Folge. Tschüssi.